Drei alte Damen, die ihr ganzes Leben lang beste Freundinnen waren, treffen sich in der Innenstadt. Endlich angekommen beschließen sie, einen Kaffee in einem örtlichen Café zu trinken. Sie gehen hinein, bestellen Kaffee und Kuchen und fangen an, über das zu sprechen, was in ihrem Leben so passiert. Zuerst sprechen sie über ihre Enkelkinder und dass diese bereits dabei sind zu heiraten und wie die Zeit so schnell vergeht. Dann sagte eine der Damen: Kannst du dir vorstellen, wie extrem teuer es heutzutage ist, irgendetwas in Supermärkten zu kaufen? Die erste Dame erinnert sich daran, als wäre es gestern, wie sie beim Gemüsehändler eingekauft hat und zeigt mit den Händen die Länge und Dicke einer Gurke, die sie für wenige Pfennige kaufen konnte. Die zweite alte Dame nickte und fügte hinzu, dass auch Zwiebeln früher viel größer und günstiger waren und zeigte die Größe von zwei großen Zwiebeln, die sie für ebenfalls wenige Pfennige pro Stück kaufen konnte. Die dritte Dame, die bereits Probleme mit ihrem Gehör hatte, sagte: Ich kann nichts von dem verstehen, was ihr sagt. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an den Kerl, über den ihr sprecht.